www.sports.ch. Powered by UBC. Hey zusammen, wir sind hier im SA-Institut in Zürich zum zweiten Teil des Bootcamp. Neben mir wieder der Nicolas Pizzirianis. Was erwartet uns heute? Heute geht es weiter mit dem mentalen Teil, darauf aber Emotionen und abschließend noch das Thema Tilt. Und auf welches von den Themen, die du jetzt aufgezählt hast, freust du dich am meisten, uns beizubringen? Ich denke, es wird Tilt sein, weil ich von euch ein paar Storys hören, was ihr schon so erlebt habt. Und ich denke, dort kann ich am meisten beibringen und Inputs geben. Cool. Schauen wir uns an, was Teilnehmer dazu denken. Ich bin eigentlich einfach mit der Erwartung mitgenommen, die ich auf der Internetseite gelesen habe, dass wir wieder ein bisschen Theoriestunden haben. Aber was wir machen, habe ich nicht genau gewusst. Darum bin ich eigentlich recht gehypt drauf gewesen, weil letzte Woche war es gut gewesen und heute ist es sehr gut gewesen. Ja, ich war letztes Mal auch schon da gewesen und es hat mir mega viele positive Erinnerungen gebracht. Also vieles über mich selbst gelernt, wie auch über andere und es war mega interessant gewesen. Ja, es war ganz angenehm. Es hat mir, die Atmosphäre hier hat mir sehr gefallen. Also wirklich sehr, sehr sympathische Leute hier. Und ich finde der Lernstoff, der hier gegeben wird, wird auch ganz sehr angenehm und sehr übersichtlich und gut erklärt. Am meisten gepackt haben mich heute die Beispiele betreffend Motivation, Stärke, Schwächen, dass man die aktiv aufzählt. Von der heutigen Theorie nehme ich so ein bisschen mit, dass ich mich selber nicht so selber abmachen soll, weil wenn ich Fehler mache, dass ich dann einfach auf mich selber zugegangen und sage, hey, beim nächsten Mal mach es einfach besser. Ich habe heute mitgenommen, dass ich, weiss, wie ich Emotionen behandeln kann, wie ich die analysieren kann und wie kann ich die bekämpfen, dass wir die anständig behandeln können. Ich habe heute mitgenommen, dass man wirklich auf gewisse Sachen achten muss als Spieler, um das Gameplay zu verbessern. Die Küsse waren jetzt sicher super gewesen, so mal wie als Hobby. Auch mal zum Reinschauen, mal sich hobbymäßig verbessern. Ich würde es mega vorteilhaft finden, wenn es wirklich solche E-Sports-Camps oder halt auch so Kurs mehr wird geben, dass die Schweiz sich zu E-Sports auch mehr zuzieht. Es war auf jeden Fall eine super Zeit hier und die Leute sind hier cool und ja, es ist super hier. Der Workshop ist jetzt um, der praktische Teil sowie auch der theoretische Teil. Ich persönlich habe es eine mega coole Sache gefunden, ich habe viel gelernt. Jetzt vor allem, als ich zugelassen habe. Aber ich habe mir den Nico nochmal ausgepickt, damit er mir ein paar Fragen beantworten kann. Nico, wie hast du es heute gefunden? Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen selbstbewusster auftreten. Ich habe die einzelnen Leute ein bisschen gekannt und darum habe ich, glaube ich, auch können näher den Leuten erzählen, was ich mitteilen und was ich überbringen wollte. Wir haben jetzt immer ein bisschen darüber geredet, was die Kandidaten oder die Leute, die da waren, mitgenommen haben. Was hast du jetzt persönlich mitgenommen von diesen zwei Bootcamps, die du veranstaltet hast? Ich habe mitgenommen, dass ich ganz vielen Leuten helfen kann, von Casual vielleicht zu nahe am Semiprofessionellen oder sogar Professionellen. Aber ich habe gemerkt, dass ich muss ein bisschen individueller an die ganze Sache herangehen muss, vielleicht das aufteilen, Spiel für Spiel, und das so anbieten und nicht über die ganze Facette. Danke vielmals, Nico. Ein ganz erfahrungsvoller Tag ist das für mich, oder Abend, sagen wir es so. Auf jeden Fall müsst ihr vom SA-Institut auf die Homepage gehen, damit ihr weitere Events und auch Turniere könnt, mitverfolgen und euch sogar eventuell noch dafür anmelden. Bis bald. eSports.ch Powered by UBC.